Shirihan kann nicht mehr und bricht das Interview mit mir ab. Sie kann einfach nicht mehr auf meine Fragen antworten. Shirihan, 27 Jahre, eine Zweitfrau. Und um Frauen wie sie geht es hier. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, bleibe ich weiter drin? Ich wusste nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Das war schon eine krasse Situation für mich. In türkischen Medien habe ich gelesen, dass immer mehr syrische Frauen wie Ware gehandelt werden. Oft gehen sie als Zweitfrau in eine schon bestehende Ehe. Ich habe gehört, dass syrische Flüchtlingsfrauen im Grenzgebiet gedealt werden sozusagen. Und da gibt es so Chiffres, so Codes. Shirihan, die wäre mit 25, 26, wäre die eine Wassermelone. Und es fängt aber bei einer Pistazie an. Das heißt, eine Pistazie stellt sozusagen ein 12- bis 16-jähriges Mädchen dar. Und es geht dann so stufenweise höher. Und dann weiß der Mittler sozusagen, was für eine Frau der Typ sucht. Das passiert sehr häufig in der Stadt Urfa. Ich bin im Südosten der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Eine türkische Frau heiraten kostet richtig Asche. Einige tausend Euro, allein das Brautgeld. Eine syrische Frau, ein Flüchtling, kostet fast nichts. Hauptsache, sie ist versorgt. So kann sich fast jeder Mann in Urfa eine günstige Zweitfrau leisten. Der Krieg in Syrien sorgt für Dumpingpreise im Hochzeitsbusiness. Ich will Frauen treffen, die als Zweitfrau in die Ehe eingegangen sind, will wissen, wie es ihnen ergangen ist. Und das ist Nur. Sie kommt aus Syrien, ist vor 5 Jahren in die Türkei geflohen mit ihren 3 kleinen Kindern. Jetzt schlägt sie sich allein durch, arbeitet für eine Hilfsorganisation und übersetzt. Nur hat mir versichert, dass wir Familien finden. Wow, also Suriye çoktan var ama bilmiyorum eğer daha var ama yok. Sizin nerede bilmiyorum. Nur, biz şimdi neredeyiz? Biz de şimdi Hayati Harran mahallesi. Nasıl bir mahalle burası? İşte. Yani fazla hoş değil. Ama Suriyeliler mecbur yani buraya oturuyor. Hem yani ucuz nevan meyem. Wir fragen bei dieser Flüchtlingsfamilie aus Syrien nach. Willkommen sind wir überall. Alle kennen das Problem, aber sie wollen nicht darüber reden. Wir dürfen sie noch nicht einmal zeigen. Nur burada neden konuşmak istemiyorlar? Vallahi bence korkuyorlar. Neyden korkuyorlar? Vallahi bilmiyorum yani. Ben biliyorum bu mahallede çok koma var. Ama niye konuşmuyorum? Bilmiyorum. Belki korkuyorlar, belki. Yani bilmiyorum niye valla. Sen de tanıyorsun. Tabii tanıyorum. Ama herkes inkar yani etti. Nur und ich sind 2 Tage unterwegs, aber konnten niemanden finden, der vor der Kamera sprechen will. Hinter der Kamera rechtfertigen aber viele den Umstand mit der Zweitfrau. Gestern haben wir zum Beispiel versucht, den Ortsvorsteher zu kontaktieren. Und er hat gesagt, ja klar, er hilft uns, jemanden zu finden. In seinem Bezirk gibt es hunderte von Männern, von Familien, die sich halt eine Syrerin genommen haben. Und jetzt waren wir gerade in seinem Büro am nächsten Morgen und jetzt hat er gesagt, nee, sowas gibt's nicht. Hätte er noch nie gehört, in seinem Bezirk gibt es sowas überhaupt nicht. Ist ein bisschen gerade frustrierend, weil man weiß, dass man angelogen wird und dass die Leute dieses Problem verleugnen. Eigentlich wäre der Film hier schon zu Ende. Monatelange Recherche umsonst. Aber ich habe doch noch Glück. Über Freunde finde ich jemanden, der über seine Zweitfrau reden will. Das hier ist Shahin mit seinen Frauen. Die im rosafarbenen Kopftuch ist Zeynep, seine erste Frau. Sie hat er vor 14 Jahren geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Die mit dem Kind auf dem Schoß ist Shirihan. Mit ihr ist er seit 3 Jahren verheiratet. Und sie hat bereits 2 Kinder von ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Ehen gut gehen können.
Mir ist die Situation irgendwie unangenehm. Es ist ja schon ein sehr persönliches Thema. Er umringt von seinen beiden Frauen. Im Interview ist auch Shahins Mutter dabei. Ich frage ihn, warum er noch einmal geheiratet hat. Birçok yerde ben çocuğum olmadığı için evliliğe gidiyordum. Diyordu eşine bırak. Ben diyordum ben eşimi bırakacağım zaman ölmeyi tercih ederim. Ben eşimi niye bırakayım ki? Ben eşimi zaten seviyorum. Sevdiğim bir insanı bırakmak böyle bir şey olabilir mi? Ha mecburi bu bölgede de çocuksuz olmadığın zaman, çocuğun olmadığı zaman da bir sürü artık fitnedir, yalandır, dolandır, erkeğe laftır atıldığı için insanları mecbur evleniyor. Bei Shahin zu Hause denke ich zwischenzeitlich, vielleicht ist ja doch alles okay. Vielleicht sind alle glücklich und ich habe nur Vorurteile gehabt. Şöyle bugüne kadar birbirimize yanlış bir kelime kullanmamışız. Allah ömür verdikçe de kullanmayız birbirimize. İnşallah öyle devam eder hayatımız. Klingt ja erstmal ganz harmonisch. Ich erzähle Shahin, dass es Polygamie in Deutschland nicht gibt. Şimdi Almanya'da ikinci evlilik yoktur da. Ama Almanya'nın kendine göre sevgilileri vardır. Ama bizim iki öyle değil. Benim dedem üç evlidir. Ben iki evliyim. Evlilikler neden kaynaklanıyor? Orada çalışan insanlar, mesela biz kendimiz çalışıyoruz. Tarlamızda çalışıyoruz, kendi yerimizde, kendi işimizde çalışıyoruz. Çalıştığı için bir bayan, bir erkekle olduğu için o bayan o evin yükünü kaldırıyor. Orada erkek boşa düşüyor. Erkek ne yapsın? Erkek diyor ki yanda bırak ben evleneyim. Alles klar. Der Mann will also umsorgt werden. Darum geht es. Aber Zweitehen sind eigentlich nicht legal, werden aber auch nicht mehr bestraft. Für den Staat reicht es, wenn die Frau freiwillig geheiratet hat. Freiwillig ist ja immer so eine Sache. Viele Frauen heiraten aus Not und Verzweiflung. Ich frage mich, wie geht es Shahins erster Frau Zeynep? İlk düşüncem, korktum, eşim evlenirse değişir, onunla birlikte yani her şeyi onunla yapar, ben ne yapacak, yani gerçekler bu, ben ne yapacak, demli mi? Yani çocukları olacak, korktum yani, başta çok korktum. Zeynep's Bedenken kann ich sehr gut verstehen, ginge mir wahrscheinlich auch so. Und wie ist das jetzt? Ama sonra herhalde Allah'ın izniyle yani eşim bana hiç değişmedi yani hep iyiydi. İyi anlaşıyoruz, beraber oturuyoruz, beraber yiyoruz, bir yere beraber gidiyoruz, düğünlere, taziyelere, gezmeye, yemeğe, her zaman beraber gidiyoruz. Das ist eigentlich nicht so üblich. Oft weiß die Erstfrau gar nichts von der Zweitfrau. Sie werden verheimlicht. In den Zeitungsberichten, die ich so gelesen habe, hörte sich das auch nicht so harmonisch an. Viele Frauen lassen sich scheiden, häusliche Gewalt nimmt zu. Deswegen nehme ich Kontakt auf zu Hilfsorganisationen. Einige sagen mir zu und wollen mir die Lage der syrischen Frauen in Urfa und auch den Handel mit ihnen erklären. Beide NGOs haben ein Interview verneint und haben gesagt, wir können gerade nicht, wir würden sehr gerne, können aber nicht, weil der Druck zu groß ist. Mit Druck meinen sie den politischen. Einige Politiker aus der Region haben selber eine Zweitfrau, haben also gar kein Interesse daran, dass das Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Hikmet Delebe, der Vorsitzende der Anwaltskammer in Urfa, will allerdings reden. Gerçekten de Suriyeli sığınmacılar özellikle Urfa'ya yerleşmeye başladıktan sonra Urfa'da kuma tipi evliliklerde patlama meydana geldi. Çünkü dar koşullarda, zor koşullarda yaşayan aileler genç kızlarını ikinci eş olarak vermeye razı oldular. Ich erzähle Hikmet Delebe von der Familie, die ich besucht habe. Erzähle ihm, dass sie gesagt haben, wie zufrieden sie sind. Evet, o belki konuştuğunuz aile yani ayrı bir örnek olabilir, belki farklı bir örnek olabilir. Fakat geneline bakıldığı zaman ilk eşler problem yaşamaya başladılar. Geçimsizlik başlıyor ve netice itibariyle İlk eş soluğu aile mahkemesinde boşanma davası açmak suretiyle alıyor. Aile mahkemesi Urfa'da önce bir iken sonra ikiye çıkartıldı ve şu anda iki tane olan aile mahkemesi de Urfa merkezdeki boşanma davalarını görmeye yetmiyor. Und wie geht es Şerihan? Ich gehe mit ihr in einen anderen Raum. Sie spricht nur Kurdisch, deswegen habe ich einen Übersetzer mit. Noch denke ich, dass auch sie sagen wird, alles paletti. Und irgendwie denke ich auch,
Vielleicht ist sie ja wirklich glücklich. Immerhin ist sie aus dem Kriegsgebiet raus. Wovor hat sie denn Angst? Was waren ihre Ängste? Scheint also doch nicht alles gut zu sein? Und wie geht es ihr jetzt? Şerihan möchte nicht mehr antworten. Und ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich war eine Stunde bei Şahin und seiner Familie. Ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen. Während ich bei Şerihan war, hat Şahin in die Runde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Drittfrau zu werden. Was ein Typ, ey. Die Szene mit Şerihan nimmt mich ganz schön mit. Weil am Anfang alle erzählt haben, alles schön, alles gut. Wir verstehen uns blendend. Und dann hat halt diese junge Frau, die irgendwie noch jünger ist als ich, es sind Tränen ausgebrochen und konnte halt nicht mehr sprechen. Und du hast einfach nur diese Verzweiflung bei ihr gesehen. Und es hat mich echt fertig gemacht. Es hat mich noch den ganzen Tag begleitet. Und ich musste immer, immer wieder an sie denken. Und ja. Frauen, die als Zweite in die Ehe eingehen, so wie Şerihan, haben keinerlei Rechte. Der Staat erkennt sie nicht an, er duldet sie. Das Tragische, sie hat keinen Anspruch auf Unterhaltszahlungen, kein Anrecht auf ein Erbe. Wenn sie verstoßen wird, ist sie auf sich allein gestellt. Mich macht dieser Umstand sprachlos. Ich kann nicht verstehen, dass das gesellschaftlich geduldet wird und muss immer an Şerihan denken. Ob sie sich die Flucht vor dem Krieg so vorgestellt hat? Ich denke nicht.